Ja, hallo, mein Name ist Marco Knott. Ich bin 36 Jahre alt und bin ein Rückkehrer in die Heimat Bernau. Hier in der Heimat habe ich den Freiraum, dass ich das Ganze verwirklichen kann. Und diese Möglichkeiten hätte ich halt in einer Großstadt niemals gehabt. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Warum ein Rückkehrer? Ich war lange Zeit unterwegs in München als Ingenieur tätig und habe vor 2 Jahren meinen Job gekündigt und bin meiner Leidenschaft, meiner Passion gefolgt. Das ist die Zauberkunst, die mache ich schon seit über 20 Jahren und ja, mache das jetzt seit 2 Jahren eben hauptberuflich. Den regulären Job habe ich gekündigt als Ingenieur eben und wenn man irgendwas mit Leidenschaft, mit Herz macht, weiß man, dann ist das einfach ein tolles Gefühl und dann ist das ganz was anderes, wie wenn man jetzt einen normalen 7-to-5-Job macht, eben dementsprechend. Und mein Herz ist aber immer schon gesagt, Marco, mach das. Und jetzt, ja, ich bin jeden Tag stehe ich auf und bin einfach sehr dankbar, dass es alles so ist, wie es ist. Warum? Weil ich jetzt auch in der Heimat die Unterstützung bekommen habe, durch meine Eltern, durch die Freunde, Bürgermeister, Landrat, alles so, die mich unterstützen, mein Projekt, das ich jetzt hier habe, zu verwirklichen. Das Projekt, das ist eben das Kino meines Opas, es ist also ein Stück Familiengeschichte. Und mein Opa, der hat 1958 hat hier das Kino gebaut und es hat knapp 250 Sitzplätze. Für die damalige Zeit war das natürlich ein riesiges Ding, weil Bernau nur lediglich 2000 Einwohner hatte. Und das ist bis ungefähr 1999 gelaufen, das Kino. Die letzten 20 Jahre leer gestanden. Als ich zurückgekehrt bin, ein leerstehendes Kino auf der einen Seite und einen zurückgekehrten Zauberer auf der anderen Seite und bringe das eben gerade zusammen. Wir sind mitten in der Umbauphase und ja, es ist schön zu sehen, wie jeden Tag eigentlich, wie es weiter wächst. Und ja, ich kann es kaum erwarten, es einfach fertigzustellen. Der Aufbau von dem Umbau wird folgendermaßen sein. Also der Eingangsbereich, den belasse ich auch so, genauso wie den Vorführbereich oben, wie es früher war. Das ist so der Plan hinter dem Ganzen. Eine multifunktionale Event-Location mit einer 10-Meter-Leinwand, mit einer Bühne, wo man auch Präsentationen dann machen kann, jeglicher Art. Und die multifunktionelle Art und Weise, das ist, denke ich mal, auch das, was das Ganze so für jegliche Art von Interessenten ganz, ganz interessant macht. Freiraum für Macher.